Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, wir sind immer noch groß am Auffüllen von dieser Fläche hier. Haben aber schon immer die Hälfte geschafft, wenn man es richtig betrachtet. Hoffe ich jedenfalls mal. Haben auch schon ziemlich viel von diesem Berg hier abgetragen. Am Leck. wie immer. Und haben damit eigentlich auch schon wieder ein weiteres Stück gut geschafft. Wenn wir das hier gefüllt haben, sind wir mit der Seite endlich fertig und können auf der Seite anfangen. Mal gucken, vielleicht sind wir bei mit ungefähr 30 Stunden dann soweit. So, jetzt ist die gute Frage, klappt das hier? Eins schmäler. Noch sieht's alles gut aus. Ja. Sehr schön. Wir sind ja auch groß beim Füllen. Und die Musik kommt mir ein bisschen laut vor heute, muss ich sagen. War wahrscheinlich an meinem Headset ein bisschen verstellt. Ja, da oben Holz wegbomben müssen wir dann irgendwann bei Gelegenheit. Ah, finde schon mal interessant, er hat das aufgefüllt, aber hier ist noch gar nichts aufgefüllt. Machen wir noch einen Flätten. Task. Hier hin. So, um das hier zu füllen. Oder können wir die von da nach und nach darüber schieben, wenn wir merken, dass sie anfangen, mit der Erde wegzulaufen? Oder allgemein nicht mehr arbeiten wollen.
Wobei, jetzt können wir einfach die Baustelle verschieben. Du versperrst allen den Weg. Schäm dich. Na, der hat noch springen können. Ab jetzt müssen sie außen rumlaufen. So, versetzen wir mal ein paar hier rüber, weil für das bisschen dürften zwei reichen. Du kannst mal hier die Treppe wegmachen. So, währenddessen planen wir unseren nächsten Quarry hier. Ja, jetzt noch die richtige Höhe, bitte. Das war jetzt zu viel, so. Und daraus kann ich die Treppe wohl nicht drehen. Schade. Aber ja, so sollte das dann sein. Und dann zum Schluss das Stück hier weg. Okay, wir sind hier wieder fertig. Klappt.
Gut, dann können wir hier hoffentlich alles füllen. Wird ja nur noch einzelne Blöcke, oder was ist mit dem los? Und da kriegt er nicht mehr gerade genug aus den Kisten raus. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wir müssen den ganzen Berg dann nachher noch auf die Höhe hier abtragen. Dann noch einmal eine Fläche, gerade Fläche draufsetzen, dass wir eine saubere Fläche haben, die auch überall gleich aussieht. Ist übrigens auch lustig, dass der Glowstone nicht glowt, während er noch in der Erde ist. Weil der Glowstone hier ist richtig hell. Genauso wie unser Heimkristall. Wir sind übrigens wieder an der Stelle, wo unsere Steinbrucharbeiter einen kürzeren Weg haben als die Planierer. Und dadurch unser Steinvorrat steigt. Und ja, jetzt haben wir das Problem, sehe ich gerade. Oder? Ah, doch nicht. Ah. Glück gehabt. Ach, du gehst trotzdem jetzt gerade lieber erst auffüllen, bevor du hier weiter zumachst. Auch gut.
Da kommst du trotzdem doch mit den 10 Steinen an. Was? Auch gut. Und niemand möchte das Fitzelchen da unten füllen. Ja, da sind wir hier schon bald ziemlich durch. So, du wirst schon mal verlegt, weil die zwei kann der letzte dann auch alleine füllen. Okay, hier haben wir jetzt das Problemchen. Das war, glaube ich, jetzt zu weit. Bis zum. Wie machen wir das? So schmal wie möglich, würde ich sagen.